Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich mache heute den Parkrundgang durch den Heidepark und zeige einfach heute mal alles. Ich bin direkt zu Anfang mal am alten Heidedorf und ja, ich werde jetzt mal alles zeigen. Hier vor mir befindet sich auch schon eine Kapelle. Ich weiß nicht genau, seit wann sie da steht, das kann ich nochmal einblenden. Da steht auch an der Kapelle dran. Die steht schon Jahre hier. Wie viele weiß ich jetzt nicht, wie viele Jahrhunderte, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier erstmal im Heidedorf und zeige euch jetzt mal noch mal ein paar Aufnahmen. Schade, dass das einfach nicht mehr in Benutzung ist, weil es einfach eigentlich ein wunderschöner Bereich jetzt hier ist, der halt einfach nur als Abstellbereich quasi benutzt wird an manchen Stellen. Ja, ich blende euch jetzt einfach mal ein bisschen Videomaterial ein. Ja, wie man da hinten jetzt sieht, geradeaus in dem Haus, sind so Schaumklötze und hier hinten noch Blumenpötte und alles und hier auch nochmal so große silberne Blumenpötte. Also es ist hauptsächlich alles nur Abstellraum. Ja, da hinten ist noch ein alter Brunnen oder so. Den sieht man jetzt nicht so gut von hier. Ich kann mal gucken, ob man das von hier hinten nochmal sieht. Nee, sieht man auch nicht. Also ja, eigentlich ein ganz schöner Bereich mit schönen Häusern. Ist halt schade, dass man das so nicht mehr nutzt. Aber vielleicht passiert ja irgendwas damit mal irgendwann. Ich kann es mir schlecht vorstellen, aber ja. Direkt nach dem Eingangstor erwartet euch erstmal so ein schöner See, wo sich die Floßfahrt befindet. Die habe ich selber jetzt noch nicht gemacht, die werde ich aber noch, denke ich, mitnehmen. Heute nicht, weil da auch locker 10-15 Minuten Wartezeit ist, weil es heute sehr, sehr voll ist. Es ist überall mehr als eine Stunde teilweise. Also, schon krass. Genau, also ihr könnt auch am Eingang direkt, da ist ein Bonbonhaus, da könnt ihr euch Süßigkeiten holen. Und ja, dann ist natürlich vorne noch der Shop, die Info und so. Und noch der Heidepark-Grill, da könnt ihr noch nach Parkschluss, haben die auch noch öfters länger geöffnet, nochmal eine Bratwurst holen oder auch Pommes. Also da gibt es auf jeden Fall auch nochmal Essen zu kaufen, auch nach Parkschluss, also nach Attraktionsschluss. Nach Parkschluss natürlich jetzt nicht, aber ja. Wenn ihr dann rechts rum geht, nach dem Eingang, kommt ihr als erstes rechts an der Blutwasserbahn vorbei, die sich hier hinter mir befindet, neben mir hinter mir. Und wenn ich euch nochmal ein paar Aufnahmen zu einem jetzt und vor mir befindet sich schon das wunderbare Peppa Pig Land. Ja, das war jetzt nochmal hier die Peppas Bootsfahrt hinter mir. Ich gehe jetzt mal kurz ins Peppa Pig Land. Willst du Zug eben noch die Aufnahmen von Desert Race gesehen. Intamin Launch Coaster von 0 auf 100 in 2,4 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit waren, glaube ich, 102
glaube 102 km/h oder ich will nicht lügen, wenn nicht, ich blende es nochmal ein. Ja, auf jeden Fall macht Spaß, der Lounge ist ein Kabel-Lounge, mega intensiv, mega geil. Und danach fehlt leider ein bisschen Strecke, aber an sich eine coole Achterbahn. Und eben noch Colossos gesehen, also damit haben wir sich hier ein Ding damals hingestellt, 2001 eröffnet. Das ist geisteskrank, das war ja damals anscheinend schon gut, es soll ja ein bisschen geruckelt haben, aber damals auch irgendwie nochmal mehr Airtime gehabt haben, laut manchen Leuten. Ich weiß es selber nicht, ich bin sie jetzt nur nach dem Rechecken gefahren. Wurde ja 2019 wieder eröffnet, mit Umthematisierung, Retracking, alles drum und dran. Auf jeden Fall mega geile Bahn, Airtime, geisteskrank gut, an sich ein sehr krasser Holzachterbahn auf jeden Fall, auch von Intermin. Damit hat man sich halt ein Ding hingestellt, also man hat sich einfach ein Monster dahingestellt, das ist krass. Das ist ja der schnellste und höchste, ich glaube schnellste und die höchste Holzachterbahn Europas. Auf jeden Fall die höchste, schnellste bin ich mir nicht mehr sicher, gucke ich auch nochmal nach. Wenn ihr dann hier seid, fahrt auch mal die Monorail, da wird auch zu den verschiedenen Attraktionen, Achterbahn wird nochmal was gesagt. Nochmal ein paar technische Daten, zu Colossus wird auch nochmal viel gesagt. Da waren glaube ich jetzt 80.000 Kilogramm Nägel und Dübel wurden gebraucht, um da das Holz zusammenzuschrauben. Das ist halt mega krank, also das sind 80.000 Kilogramm, puh, das ist schon was, ja. Ja, ich bin jetzt auch hier direkt neben der Arcade, sage ich mal, oder wie ich es auch manchmal gerne nenne, Spielehölle. Ja, also das ist halt eigentlich in jedem Freizeitpark vorhanden. Ich kenne jetzt keinen, wo es nicht ist, außer im Phantasialand, da ist glaube ich keine. Ich kann ja kurz mal reingehen. Man hat ja noch da hinten diesen riesigen Spielplatz mit den riesigen Rutschen. Auch mega gut für Kinder. Ich gehe jetzt mal ins Maiertal, zeige euch da was, was da leider ein bisschen schade ist. Wenn man sich jetzt fragt, was ist denn schade, ich zeige es euch. Und zwar hat man jetzt hier nur noch den Magic stehen, den Wellenflieger, Ketten, Karussell, Laola, da hinten der Breakdance, wie man ihn noch sieht. Und sonst, es hatten noch vier andere Fahrgeschäfte hier gestanden. Hinten steht auch noch der Roundup, den sieht man noch. Es ist halt ein bisschen schade, dass das hier alles verrotten, die lassen das hier quasi einfach so ein bisschen verrotten und das ist schon ein bisschen traurig. Hier unten hast du noch ein Restaurant gehabt damals und dann hast du hier wirklich so ein Maiertal, ein Kinderland quasi mit Fahrgeschäften, aber auch für Thrillsucher mit dem Topspin damals gab. Und der Roundup war jetzt auch nicht das für die kleinsten Kinder und jetzt hat man halt den Magic, der, keine Ahnung, anderthalb Minuten, zwei Minuten fährt. Der Breakdance fährt auch nicht lang. Ich habe sie gestern beide getestet. Bei dem Kettenkarussell weiß ich nicht mehr, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Aber sonst, es ist halt schade drum. Man könnte das hier so schön gestalten, wirklich. Es würde so gut thematisiert, also es könnte so gut thematisiert werden. Ist halt schade, aber machst du nichts. Hier gibt es nochmal einen Shop, hier kannst du mal Peppa Pig kaufen oder auch ein bisschen Heidepark-Merch. Da kann ich gleich auch nochmal reingehen und euch den zeigen. Genau. Hatte wohl nicht genug mit dem bei Colossus. Man hat sich noch eine zweite Spielehölle hingebaut. Ja, hier ist nochmal der neue Kinderspielplatz, wo früher das Abenteuerzelt, glaube ich, hieß es damals, stand. Eben gesehen Toxic Garden, die ist hier immer noch auf, die war heute Morgen schon auf, warum auch immer. Toxic Garden, umthematisiert, ehemalig Limit, die Schienen wurden ja glaube ich ein bisschen geschliffen, hieß es dann. Auf jeden Fall, die Bahn fährt sich auf jeden Fall deutlich angenehmer, sie schlägt nicht mehr so wie vorher.
In der ersten Reihe fahre ich sie am liebsten, weil da schlägt sie wirklich eigentlich gar nicht. Man muss trotzdem gucken, den Kopf kriegt man am besten nach rechts, also ganz den Kopf immer nach ganz hinten und nach rechts an den Bügel pressen. Dann schlägt es auf jeden Fall gar nicht in der ersten Reihe. Aber auch in den anderen Reihen geht's, aber da ist es ein bisschen noch ein bisschen ruckeliger. Aber ja, hier bin ich jetzt gerade bei so Zwischenwegen an der Bobbahn. Ja, hier kann man herlaufen. Das ist auch ein Bereich, der eigentlich von kaum Besuchern genutzt wird. Hier kann man quasi unten bei Toxic Garden reingehen oder hergehen und dann kommt man, wenn man den Weg weitergeht, immer weiter. Oben zwischen Toxic Garden und der Bobbahn so ziemlich raus wieder. Auf jeden Fall kann man hier super Fotos von der Bobbahn machen. Jetzt wird es wieder ein bisschen laut hier. Es ist sehr schön zum Fotos machen und so. Sehr gut. Die beste Stelle kommt gleich noch unter der Helix, sag ich mal, von der Bobbahn. Läuft man hier noch drunter durch. Und ja, eben noch Big Loop gesehen, die Aufnahme, bevor ich das noch vergesse. Double Loop, Double Corkscrew von Vekoma. Genauso wie Toxic Garden ist ja auch SLC von Vekoma. Gut, Big Loop ruckelt auch ein bisschen, schlägt auch, finde ich. Muss nicht sein, aber man kann sie mitnehmen, kein Ding. Macht auf jeden Fall auch Spaß. Ja, also hier kommen dauerhaft Durchsagen auf der Bobbahn wegen Filmen und Fotografieren. Das wäre der gesamte Fahrt verboten. Hört man sehr oft im Heidepark. Ja, ich gehe jetzt mal zu Scream und Flug der Dämonen und führe euch da mal rum. Auf Flug der Dämonen, wie das Schild es betitelt. Hier fährt auch Flug der Dämonen gerade hoch, also man hat wirklich eine gute Aussicht auf Flug der Dämonen. Das ist wirklich so und auch auf die alte Wildwasserbahn, die hier damals war, die ja auch da war, wo Flug der Dämonen damals war. Ich zeige euch gleich nochmal eine Aufnahme von hier auf Flug der Dämonen und ja, hier sieht man auch nochmal die Wildwasserbahn, der alte Lift. Moment. Hier ist das alte Haus kurz mal zu sehen. Ja, hier ist man halt dann nochmal hochgefahren rein in dieses Haus von hier unten. Da ging es glaube ich los damals, weil da unten ja auch das Stationsgebäude ist. Schätze ich mal, hier ging es hoch. Den Rest der Strecke zeige ich euch gleich nochmal, da gehe ich auch nochmal vorbei. Der führt ganz viel auch hier oben lang und ja. Hier unten ist auch ein bisschen wichtig. Ich sehe auch gerade da unten, weiß nicht, ob man das sieht, könnte man ranzoomen, noch so ein Dämonen sitzen. Den sieht man aber auch einfach nur von hier. Genau, hier ist auch noch alter Weg, wo man nochmal hingehen konnte. Da unten gehe ich vielleicht auch nochmal runter, das ist da hinten. Da kann man nochmal bei Scream runtergehen, so ziemlich. Da ist dann der alte Anstehbereich von der Wildwasserbahn. Da unten ist das kleine Haus, das man da sieht, unterm Lift von Flug der Dämonen. Das ist das ehemalige Fotohäuschen von der Wildwasserbahn. Und dahinter, das runde Gebäude, ist das Stationsgebäude, wo jetzt schon drin gebaut wird. Irgendwas passiert da drin. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, ich warte mal auf Flug der Dämonen. Dauert nur ein bisschen, weil die sind bei einem extrem sehr vollen Tag nur im Einzugbetrieb. Und das auch immer noch, weil ich sehe von hier hinten Stationsgebäude. Dahinter ist nämlich direkt die Halle, wo der zweite Zug leider immer noch drin steht. Genau, ich warte jetzt einfach mal ab, damit ich noch mal eine Aufnahme machen kann. Also man hat wirklich eine relativ gute Aussicht von hier. Man kann noch da hinten weitergehen. Hier links kann man noch weiter. Genau. Ja, hier hinter diesem Tor, hinter der Bobbahn, sage ich mal, kann man noch ein bisschen Fahrrinne sehen von der
alten Wildwasserbahn, wo sie damals hergefahren ist. Es gibt auch noch manche Einfahrten in Häuser, sind einfach nur zugemauert mit Holzplatten. Da gibt es da hinten eine. Genau. Ja. Da hinten, wo das Tor so halb auf ist. Da ist auch nochmal die Fahrrinne der Wasserbahn. Und da hinten, das hat man eben auch nochmal kurz gesehen, eben bei der Aufnahme. Das ist auch nochmal zugemauert mit Holz. War auch nochmal eine Durchfahrt. Und hier ist auch nochmal die Fahrrinne. Die geht hier einmal eine Kurve lang. Da gehe ich jetzt auch nochmal auf der anderen Seite vorbei. Ja, hier ist die Auffahrt in dieses Häuschen da oben. Nochmal zu sehen von der anderen Seite. Hier, da hinten stand ich eben. Ich gehe jetzt nochmal hier runter. Hier ist der Weg, der jetzt abgesperrt ist, wo man jetzt nicht mehr langkommt. Da ist zu mit Holz. Das hier müsste meiner Meinung nach, ich glaube es war so, der Eingang, der ehemalige Eingang der Wasserbahn sein. Wenn man hier runter geht, kommt man da hinten, das sieht man jetzt sehr schlecht, da hinten raus beim jetzigen Eingang von der Dämonen, wo man auch hergeht, wo diese, sag mal, Mine ist. Das ist einmal, wenn man hier hinten hinter, gegenüber von dem Pizza bei Scream, kann man Treppen runtergehen, da kommt man hier hin. Ist jetzt nur noch schlicht der Notausgang von Flug der Dämonen. Und hier kann man nochmal in den Turm reingehen. Und hat nochmal eine Aussicht auf Flug der Dämonen. Da sieht man nochmal den Dämonen, den ich eben meinte. Genau, kann es von hier nochmal filmen. Und hier hatte ich auch schon mal ein Foto auf Insta. Auf Insta könnt ihr natürlich auch gerne vorbeischauen. Genau, hier den Turm meinte ich. Ja. Ja, eben habt ihr gesehen, Scream, der einer der höchsten Zero Top Tower der Welt. Ist ja nicht mehr der höchste, der Highlander ist ja der höchste. Und direkt daneben Screamy, die kleinere Version. Ja, Scream, sehr intensiv. Finde ich persönlich intensiver und besser als den Highlander, obwohl er höher ist. Scream 71 Meter Fall. 110 Meter, glaube ich, hoch. Oder 100. Irgendwas mit 100 Metern hoch, 71 Meter Fall. Ja, finde ich sehr intensiv. Ich habe mich jetzt mal hier hinten hingesetzt, beim alten Aussichtsturm, also der, der jetzt gar nicht mehr da ist, ist ja nur noch, ich sag mal, das Stationsgebäude da. Ja, also ich wollte es nochmals erzählen, zu Flug der Dämonen, B&M Wing Coaster von 2014. Macht Spaß, finde ich, am meisten auf der rechten Seite, außen, ganz hinten. Macht da am meisten Spaß, finde ich. Und ja, mehr dazu habe ich eigentlich nichts zu sagen. Ich glaube 4 in Version oder 5, ich weiß es aber nicht mehr genau. Und Krake, auch von B&M, ein Dive Coaster von 2011. Ist halt eine Minute nur lang, aber trotzdem, die Fahrt macht Spaß auf jeden Fall. Aber jetzt so eine Stunde anzustehen für eine Minute Fahrt, das würde ich nicht machen tatsächlich. Also habe ich auch heute nicht gemacht, weil da ist es auch eine Stunde oder teilweise auch mehr als eine Stunde gewesen heute. Ja, ich bin jetzt fertig mit der Tour, würde ich sagen. Ich habe jetzt eigentlich alle zu allem was gesagt, außer zur Schiffsschaukel. Da zeige ich euch jetzt gleich nochmal was. Und zur Topilaula-Schlacht.
Und ja, hier ist nochmal die Floßfahrt bei mir, neben mir. Genau. Also, Tupi-Lauda-Schlacht, Splash Battle, finde ich das nasseste, was ich kenne. Glaube ich jetzt mal. Weil es schießen dauernd Fontänen hoch und da bist du komplett nass. Ja, und dann noch die Schiffsschaukel. Ist halt eine Schiffsschaukel, ne? Ja, bevor ich das auch vergesse, es gibt ja noch die Monowelle und die Panoramabahn. Das sind die Einschienenbahnen hier im Park. Die Panoramabahn ist die kleinere, da ist der Einstieg gegenüber von der Piratenshow, die ich euch auch noch mal einblende mit einem Foto oder Video. Da läuft die Show von Alexander Exploros, heißt er, glaube ich, und noch die Piratenshow. Also da müsst ihr auf jeden Fall auch hin. Die Piratenshow ist auch sehr, sehr gut sein. Ich habe sie selber noch nicht geguckt. Das werde ich aber wahrscheinlich auch noch mal tun. Genau. Ja, dann noch mal die Monorail. Dies ist die größere, die ist beim Rafting. Zu dem Rafting sage ich jetzt gleich auch noch mal was. Die Monorail-Station ist halt beim Rafting, wie gesagt. Und bei der Drachenfilm leicht gemacht in Sitz. Und die Monorail geht halt über den, fast über den gesamten Park. Die kann man auf jeden Fall mitnehmen. Oder muss man auch mal mitnehmen, wenn man die Zeit dafür hat und findet. Es gibt einen richtig guten Ausblick über den Park und es wird nochmal was erzählt. Es ist halt super gut. Und dann gibt es noch den Heidepark Express. Das ist die, der Zug hier. Mit dem könnt ihr auch einmal quer durch den Park quasi fahren, außer hinten rum, da fährt er nicht. Fährt eigentlich nur durch den halben Park, sagen wir mal so. Also eigentlich ist der ganze Park zu sehen. Ja. Auch das Essen im Heidepark ist sehr lecker. Hier zum Beispiel die Pommes vom Colossus Snack und die Curry Kitchen, die sehr lecker schmeckt. Im Holiday Camp könnt ihr in Häusern oder Bullis übernachten. Oder hier ist auch nochmal das Hotel. Das ist das Restaurant vom Hotel, vom Abenteuerhotel. Sieht sehr schön aus, sehr groß. Die Lobby vom Hotel hier nochmal und ein Kinderspielplatz direkt am Eingang, wenn man da im Hotel reinkommt. Hier unten die Treppe führt auch direkt zum Park. Hier ist nochmal das Restaurant, die Unteretage. Da gibt es auch sehr viele Sitzmöglichkeiten. Ihr habt eben ja die Sitzmöglichkeiten oben gesehen. Hier eine kleine Bühne für wahrscheinlich Kinderbelustigung und sowas oder einfach Showauftritte, während man liest. Zum Abschluss vom Video habe ich hier nochmal einmal ein Video, wie der zweite Zug von Toxic Garden auf die Strecke geholt wird. Ja. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war ja so eine Parkvorschau, Parktour, Parkrundgang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war informativ für euch.
Also der Heidepark ist auch ein Park, wo man hinfahren kann, auf jeden Fall. Müsste man auch mal gemacht haben. Ist jetzt nicht der schönste, ist jetzt nicht der schönste Park in Deutschland, ist klar. Aber es ist auf jeden Fall kein schlechter Park. Der Park hat sich auch die letzten Jahre wieder verbessert, meiner Meinung nach wirklich, als die letzten Jahre sonst. Also ich finde, der Heidepark ist ein Park, der sich jetzt wirklich sehen lässt, wo man hinfahren kann und wo man auch schön Achterbahn fahren kann, weil es gute Achterbahnen gibt. Und ja. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.